Ja, Freunde, zweite Bundesliga, Spieltag 8 und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Letztes Wochenende, da war ja schon ordentlich was los auf den vielen Plätzen, also viele Ergebnisse, mit denen ich zum Beispiel jetzt nicht gerechnet habe, vielleicht ja viele von euch auch nicht. Und ja, ihr könnt es hier neben mir schon sehen, auch in dieser Woche, da erwarten uns sehr viele spannende Spiele. Genau deswegen möchte ich auch gar nicht zu viel Zeit verlieren. Ganz kurz vorab, falls es euch hier natürlich gefällt, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abonnement. Und ganz wichtig, schreibt mir auch sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, eure Tipps. Vielleicht sind viele von euch auch mit dabei, die eine ganz andere Meinung haben und vielleicht ganz, ganz andere Tipps. Dementsprechend bin ich sehr gespannt. Ansonsten haben wir genug erzählt. Ich würde sagen, wir springen direkt in den Freitagabend rein, weil da wartet schon mal ein sehr interessantes Spiel auf uns. Zwei Mannschaften, für die könnte es aktuell gar nicht unterschiedlicher laufen. Paderborn zu Hause gegen Jahn Regensburg. Beide Mannschaften mit einem Unentschieden jetzt am Wochenende. Der erste Punkt für Regensburg nach sehr, sehr langer Zeit, nachdem man da so viele Niederlagen am Stück hinnehmen musste. Und für Paderborn auswärts gegen den HSV ein Punkt. Auch das ist auf jeden Fall eine Leistung. Die kann man so mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Es läuft aktuell ziemlich gut, auch wenn sie sehr oft unentschieden spielen. Sie verlieren auf jeden Fall nicht und sind tabellarisch natürlich auch ganz gut mit dabei. Jetzt vor dem Spieltag Tabellenplatz 5. Regensburg immer noch Tabellenletzter. Es läuft noch nicht ganz so sehr. Also es ist schwer zu sagen. Für mich persönlich geht hier Paderborn natürlich, wie für viele wahrscheinlich von euch auch, klar als Favorit in die Partie. Wir haben auch schon gesehen, dass das nicht immer was heißen muss, besonders in der zweiten Bundesliga. Ich würde sagen, wir kürzen das Ganze einfach ab, weil ich möchte nicht, dass die Folge hier 30, 40 Minuten geht. Ja, was soll ich da großartig erklären? Ich glaube, dass Paderborn hier mit 2:0 gewinnen wird. Ich gehe auf ein relativ entspanntes Ergebnis. Regensburg hat mit Sicherheit noch die Chancen, in dieser Saison ganz wichtige Punkte mitzunehmen. Aber gegen Paderborn, das ist halt auch nicht einfach. Und für Paderborn wäre es natürlich auch ganz schön, wenn es mal wieder 3 Punkte geben würde. Ja, dementsprechend vor den heimischen Fans. Ich glaube, sie nehmen relativ, in Anführungszeichen, entspannte 3 Punkte mit und sagt 2:0. Und dann bringt uns das natürlich auch direkt zum zweiten Freitagabendspiel. Und zwar der KSC gegen Darmstadt. Das, was für Paderborn und Regensburg gilt. Das gilt nochmal ein bisschen mehr für den KSC und Darmstadt. Für Karlsruhe läuft es ja aktuell auch, also blendend. Anders kann man das schon fast gar nicht sagen. Auch wenn das Wochenende sehr, sehr wild war. Ich denke mal, das haben die meisten von euch mitbekommen. Eine 3:0-Führung vom 1. FC Köln hat der KSC dann noch auf ein 4:4 gestellt. Ich denke mal, eins der wildesten Spiele, was wir vielleicht das ganze Jahr in der zweiten Bundesliga sehen werden oder bis jetzt gesehen haben. Es war eine sehr, sehr starke Leistung. Es stand nach 15 Minuten, wie gesagt, schon 3:0. Trotzdem hat es Karlsruhe geschafft, zumindest einen Punkt mitzunehmen auswärts. Und das ist auch ein ganz wichtiger Erfolg. Sie sind ja sowieso super in die Saison reingestartet. Ich meine, sie stehen aktuell auf Tabellenplatz 3. Sie sind gerade mal 2 Punkte hinter Düsseldorf. Das ist schon etwas, was vielleicht jetzt nicht jeder auf dem Schirm hatte. Ich bin ehrlich, ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie so gut in die Saison reinstarten. Also Hut ab davor und müssen jetzt gegen Darmstadt ran. Für Darmstadt läuft es aktuell auch noch nicht so. Also nach der Trainerentlassung und nach der Traineranstellung von Florian Kohfeldt, klar, man hat gleich einmal gewonnen. Jetzt letztes Wochenende das 2:1 gegen Magdeburg. Für Magdeburg gilt Ähnliches wie für den KSC. Da kann man auch mal verlieren aus Darmstadts Sicht. Trotzdem jetzt direkt hintereinander gegen Tabellenplatz 2 und gegen Tabellenplatz 3. Gibt einfachere Aufgaben für Darmstadt. Ich denke, ähnlich wie bei Paderborn. Karlsruhe hier für mich der klare Favorit in dem Spiel. Ja, es heißt natürlich nicht immer was, aber Karlsruhe ist aktuell schon wirklich sehr, sehr stark in der Saison drin und das würde mich schon wundern, wenn sie jetzt auf einmal gegen Darmstadt, die halt nun mal aktuell auf Tabellenplatz 16 stehen, verlieren würden oder zumindest mal Punkte liegen lassen würden. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es passiert. Dementsprechend gehe ich auf ein 3:1. Ich glaube mal, diese Woche wird es nicht ganz so wild wie gegen Köln am vergangenen Wochenende. Trotzdem denke ich mal, ein paar Tore sehen wir, aber zugunsten von Karlsruhe. Ja, und dann gehen wir auch direkt rüber in den Samstagnachmittag, weil ihr könnt ja auch da schon sehen, da sind auch ein paar interessante Partien, auch ein paar, die in ganz viele Richtungen gehen können. Das ist in der zweiten Bundesliga ja sowieso nie einfach, aber wir starten erstmal rein mit Nürnberg gegen Münster. Nürnberg, ja, es ist auch so ein Hin und Her. Ich meine, jetzt haben sie am Wochenende wieder verloren. Es gibt schon die Trainerdiskussion. Wie geht's weiter für Miroslav Klose? Darf er doch noch bleiben? Richtungsweisend wird natürlich jetzt auch das Spiel gegen Münster sein. Ja, der Aufsteiger, der sich jetzt in den letzten Wochen eigentlich ganz gut gemacht hat. Ja, man steht mittlerweile auf Tabellenplatz 15. Hat jetzt klar am Wochenende verloren gegen Schalke. Ein knappes 2:1. Trotzdem sind sie als Aufsteiger relativ ordentlich unterwegs. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Gegen Nürnberg ist halt auch so ein Spiel, es kann in viele Richtungen gehen. Nürnberg mit der Niederlage gegen Hannover, ein 2:0 war es.
Auch sie sind aktuell nicht gut mit dabei. Wer meine Zweitliga-Prognose gesehen hat, meine Saisonprognose, der wird wissen, ich bin davon ausgegangen, dass Nürnberg relativ ordentlich performt unter Miroslav Klose. Bis jetzt muss man sagen, Tabellenplatz 14 sieht das noch nicht so aus. Ja, schwer zu sagen. Ehrlicherweise, für mich gibt es hier keinen klaren Gewinner. Ich gehe auf ein 1:1. Ich denke mal, beide Mannschaften nehmen einen Punkt mit. Münster hat hier die Chance, 3 Punkte mitzunehmen. Sind für mich ein Team, was das auf jeden Fall schaffen kann. Aber auch der Club dementsprechend. Mein erstes Unentschieden, 1:1. Bin gespannt, was ihr sagt, weil ich glaube, auch da gehen die Meinungen auseinander. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit Köln. Weil Köln, die haben mittlerweile auch keine einfache Aufgabe. Ja, für die Kölner, wir haben es gerade schon gesagt, mit dem KSC eine ganz wilde Partie, ein 3:0. Rückstand hat der KSC noch auf ein 4:4 gestellt. Für Köln natürlich schon nicht so, wie man sich das erwartet hat. Also ich denke mal, nach 15 Minuten, als man da 3 Tore Vorsprung hatte, dachten viele, ja, das sind endlich wichtige 3 Punkte, die jetzt die letzten Wochen, was heißt gefehlt haben, aber es waren halt eine Niederlage und ein Unentschieden mit dabei. Da hätte man schon 3 Punkte gebrauchen können. Es ist vielleicht noch nicht der Saisonstart für Köln, den man total so erwarten konnte. Also ich dachte auch, sie starten ein bisschen besser rein. Es ist noch genug Zeit, das weiß ich natürlich selber, aber so langsam brauchen sie mal wirklich wieder 3 Punkte, so doof das klingt. Und jetzt gegen Ulm, ja, das ist gleich der zweite Aufsteiger, dem ja viele zugetraut haben, dass er die Klasse halten kann in diesem Jahr. Und aktuell tun sie auch sehr viel dafür. Sie sind mittlerweile echt gut unterwegs. 2 Siege in Folge, 6 Punkte gleich mal aus den letzten 2 Spielen geholt, jetzt auch am Wochenende. Das war ganz, ganz wichtig gegen Braunschweig. Sie sind gut unterwegs. Es wird keine einfache Aufgabe für Köln. Aber sie sind natürlich auch hier der klare Favorit. Sie müssen jetzt eigentlich mal wieder zeigen, dass was gehen kann. Sie haben die heimischen Fans mit sich. Also, schwer zu sagen. Ulm hat mich jetzt die letzten 2 Spieltage schon überzeugt. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass der FC hier knappe 3 Punkte mitnimmt. Ich gehe am Ende auf ein, in Anführungszeichen, nur 2:1, weil ich glaube, dass Ulm auf jeden Fall ein knappes Spiel erzwingen wird. Sie werden bestimmt auf ihre guten Leistungen jetzt anknüpfen, aber die Kölner, die haben ja auch in den Spielen, die sie nicht gewinnen konnten, nicht immer nur Schlechtes gezeigt, aber es hat halt ergebnistechnisch nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Auch gegen Magdeburg ist ja so ein Beispiel. Ich denke mal, sie machen es an diesem Wochenende schon besser. Ich glaube, es wird jetzt kein total einfaches Spiel. Für mich reicht es aber am Ende auf jeden Fall für 3 Punkte. Ja, und dann das nächste Spiel. Ja, es ist immer wieder mit Elversberg so eine Sache. In meiner letzten Prognose am letzten Wochenende habe ich auch wieder gegen sie getippt. Und natürlich wurde ich eines Besseren belehrt. Jetzt sind sie zu Hause gegen Kaiserslautern. Elversberg mit 4:1 gegen die Hertha gewonnen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Seit letztem Jahr, seit ihrem Aufstieg, da läuft alles. Sie sind so gut unterwegs. Sie haben wirklich schon gegen die großen Gegner gut mitgehalten und auch Ergebnisse erzielt, die man vielleicht so nicht erwarten konnte. Ich meine, ein 4:1, klar, man kann mal gegen Elversberg verlieren. Aber so deutlich, das ist natürlich auch ja, für die Hertha nicht optimal. Gegen Kaiserslautern geht es jetzt. Die haben am Wochenende unentschieden gegen Regensburg gespielt, nachdem man ja eigentlich ordentlich unterwegs war. Dann nur ein 0:0 leistungstechnisch. Viel Kritik habe ich gelesen. Ja, ist aber natürlich jetzt auch ein ganz anderes Spiel. Aber so langsam weiß ich auch nicht. Tue ich mich fast schon schwer, immer gegen Elversberg zu tippen. Sie sind wirklich so gut unterwegs und gefühlt immer, wenn ich gegen sie tippe, dann läuft es in eine ganz andere Richtung. Ich tendiere auch irgendwie so hier nach Bauchgefühl vielleicht doch Richtung Kaiserslautern zu gehen, vielleicht auf ein 1:0. Weiß nicht, ob so viele Tore fallen wie am letzten Wochenende für Elversberg, aber ja, nee, ich hab hin und her überlegt, auch vor dem Video, aber ich muss auch hier auf ein 1:1 gehen. Ich bin mir einfach nicht ganz sicher, ob der FCK das schaffen kann, direkt mal nochmal 3 Punkte mitzunehmen gegen Elversberg, was jetzt schon wirklich gut unterwegs ist. Die letzten Spiele natürlich nicht immer gewonnen, aber immer wieder gute Leistungen mit dabei. Und deswegen gehe ich auch hier nur auf ein 1:1. Ich denke mal, das könnte so hinkommen. Vielleicht sehen wir auch wieder unfassbar starke Elversberger. Vielleicht sehen wir aber auch Kaiserslautern, die wirklich eine gute Leistung bringen. Für mich ehrlicherweise in Anführungszeichen nur ein 1:1. Ja, und dann sind wir fertig mit dem Samstagnachmittag und dann müssen wir natürlich auch direkt zum Topspiel kommen. Es ist natürlich das typische Topspiel Schalke gegen Hertha BSC. Ich würde es am liebsten überspringen, weil es in so viele verschiedene Richtungen gehen kann. Also die Schalker,
Ja, ich meine aktuell, das wisst ihr sicherlich auch, es läuft nicht. Klar, man hat es gegen Münster gewonnen, das war wichtig, das waren ganz wichtige 3 Punkte. Trotzdem, die letzten Wochen nicht ohne Grund. Ja, war man sehr unzufrieden. Es gab die Trainerentlassung, man sucht fleißig nach einem neuen Trainer. Viele spannende Namen, die da ins Gespräch gebracht werden. Ob das jetzt ein Raul ist oder ob das jetzt ein Fernando Torres ist, habe ich auch gelesen. Also sehr, sehr interessant. Jetzt geht es natürlich auf dem Papier gegen eine spielstärkere Mannschaft wie Hertha BSC. Aber wir haben es gerade schon angesprochen, ein 4 zu 1 gegen Elversberg ist jetzt bestimmt auch nicht das, was sich die Hertha gerade so ausgerechnet hat, vor allem auch zu Hause. Ja, schwer zu sagen. Schalke und Hertha, das sind immer so zwei Kandidaten, die Ergebnisse, die können in viele verschiedene Richtungen gehen. Ich meine, die Schalker sind jetzt zu Hause. Oftmals war das in der letzten Saison ganz wichtig für sie. In diesem Jahr ist es dann doch auch sehr durchwachsen. Ich will jetzt das Darmstadt-Spiel gar nicht groß ansprechen, aber klar ist das auch so ein bisschen im Hinterkopf. Was mache ich da nur? Was mache ich da nur? Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen. Ich kann nicht einschätzen, wer hier als bessere Mannschaft in die Partie geht, weil es einfach beides realistisch ist. Es kann sowohl sein, dass die Schalker hier mit 3-1 auf einmal gewinnen, aber auch die Hertha. Wie gesagt, beide Teams haben große Probleme, wenn ihr es so sehen wollt. Aber das heißt große Probleme. Hertha ist natürlich auch trotzdem besser in der Saison drin, aber große Probleme jetzt gab mit diesem Spiel gegen Elversberg. Da möchte man im Idealfall natürlich wieder Gutmachung leisten. Das wäre der perfekte Zeitpunkt dafür. Aber an diesem Wochenende bin ich so unentschlossen. Ich bin auch hier unentschlossen. Das ist für mich irgendwie so ein typisches viele Tore, aber kein Gewinner 2-2-Spiel. Deswegen sage ich auch unentschieden. Ich glaube, für den neutralen Zuschauer könnte es auf jeden Fall sehr spannend werden und sehr schön zum Ansehen. Aber ich habe auch hier ehrlicherweise keinen Gewinner. Das ist wirklich keine einzige Tendenz. Es ist schwer einzuschätzen. Ich sage 2-2 unentschieden. Ich glaube, beide Teams nehmen einen Punkt mit, was ja auch nicht zwingend schlecht sein muss, aber 3 Punkte sehe ich jetzt gerade hier nicht. Aber hier bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, hier. Da gehen die Meinungen noch mehr auseinander als eh schon. Also wie gesagt, lasst mich da gerne wissen, ob ihr da vielleicht Richtung Schalke oder doch Richtung Hertha geht oder vielleicht auch bei meinem Tipp seid. Ich gehe auf jeden Fall auf ein Unentschieden. Und dann, ja, so langsam nähern wir uns ja schon dem Ende. Wir haben aber noch 3 sehr spannende Spiele, besonders natürlich das letzte, auf das man aufpassen muss. Aber erstmal zu Magdeburg. Gegen Fürth. Ja, es ist für Magdeburg, ich habe es gerade kurz vorhin schon angesprochen beim Spiel von Karlsruhe. Magdeburg ist wie der KSC super in der Saison drin. Sie haben jetzt auch am letzten Wochenende mit 2-1 gegen Darmstadt gewonnen, die nächsten 3 wichtigen Punkte mitgenommen. Sie sind aktuell Tabellenzweiter. Ja, das muss man sich mal so ein bisschen vor Augen führen. Das ist wirklich absolut respektabel und ich bin gespannt, wie es für sie weitergeht, ob Magdeburg das vielleicht schaffen kann, die ganze Saison. Ich meine, wir hatten immer mal wieder ein paar Überraschungsaufsteiger. So weit will ich jetzt aber noch nicht gehen. Wir sind ja noch ganz jung in der Saison für die Verhältnisse. Trotzdem Magdeburg für den Moment sehr, sehr gut unterwegs. Ja, für Fürth dagegen ein ganz, ganz bitteres Ende am letzten Freitag. Am Ende hat man dann doch 2-1 verloren gegen Düsseldorf. Es sah ja lange Zeit danach aus, als würde es bei diesem Unentschieden bleiben. Dann gab es diesen Elfmeter. Ich glaube, in der 91. Minute dürfte es gewesen sein. Ja, ist bitter, aber dadurch die nächste Niederlage für Fürth. Sind aktuell in Anführungszeichen nur auf Tabellenplatz 10, jetzt 2 Niederlagen in Folge. Das heißt, Magdeburg, wenn ihr es so sehen wollt, geht auf jeden Fall als Favorit hier rein. Und ich glaube ehrlicherweise auch, hier bin ich eher bei Magdeburg. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau einschätzen, aber ich denke, auch hier erwartet uns ein knappes Spiel. Trotzdem, ich gehe hier auf ein glücklicheres Ende für Magdeburg und sag ein knappes 2-1, also dasselbe Ergebnis für Fürth und für Magdeburg wie vom letzten Wochenende. Ja, ich glaube, dass Magdeburg tatsächlich die nächsten 3 Punkte mitnimmt und sich versucht, eventuell sogar die Tabellenspitze zu holen, je nachdem, wie es natürlich auch bei Düsseldorf ausgeht. Deswegen 2-1 und so langsam nähern wir uns dem Ende, haben aber wie gesagt natürlich noch 2 spannende Spiele. Braunschweig gegen Hannover 96, das ist ja auf viele Arten und Weisen ein sehr, sehr interessantes Spiel, aber auch da die Vorzeichen natürlich total unterschiedlich. Für Braunschweig lief es jetzt zu Saisonbeginn nicht so ideal. Man hat es am Wochenende auch mit 3-1, wie gesagt, gegen Ulm verloren. Das war mal so die nächste Niederlage, die schon wehtut. In den letzten 5 Spielen 3 Niederlagen. Auch wenn man jetzt einmal zwischendurch gewonnen hat, ist man immer noch ganz unten, also vorletzter, aber sehr weit unten. Klar, das ist immer noch alles sehr eng und mit 3 Punkten wird alles wieder anders. Aber der Saisonbeginn auf jeden Fall nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Hannover dagegen, da ist alles erstmal in Ordnung soweit. Die nächsten 3 Punkte mitgenommen gegen Nürnberg am letzten Wochenende. Ich meine, sie sind auch Tabellenvierter. Klar, die letzten Spiele nicht immer perfekt.
3 gewonnen, 2 verloren in den letzten 5 Spielen, aber sie sind Tabellenvierter. Das ist also auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man hier in dieses Spiel reinstartet. Und dementsprechend glaube ich ehrlicherweise auch, dass es in diese Richtung geht und sagt, das Spiel wird knapp, aber ich gehe auf ein 0:1 für Hannover. Fragt mich bitte nicht, wieso. Hier ist natürlich auch sehr viel Bauchgefühl mit dabei, aber ich glaube, dass Hannover hier die nächsten 3 Punkte mitnimmt. Ich denke mal, es wird ein knappes Spiel. Für mich reicht's aber. Ja, und dann unser letztes Spiel. Fortuna Düsseldorf gegen den HSV. Also, ja, was soll man dazu großartig sagen? Es ist das Spiel des Tabellenersten aktuell, ja, gegen den in Anführungszeichen nur Tabellensechsten. Der HSV hat jetzt die letzten Wochen nicht so gepunktet, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. 2 Unentschieden jetzt am Stück. Jetzt am letzten Spieltag auch gegen Paderborn. Düsseldorf dagegen mit den nächsten 3 Punkten, haben wir gerade angesprochen, gegen Fürth. Also, es bleibt weiter spannend. Ich bin ja ehrlicherweise davon ausgegangen, dass die Düsseldorfer trotz, also ein paar Probleme hatten. Ich dachte nicht, dass sie so gut in diese neue Saison reinstarten, trotz der ganzen Abgänge und dieser enttäuschenden Relegation. Aber auch hier wurde ich eines Besseren belehrt, wie vielleicht auch viele andere. Und der HSV, ja, ist ja immer noch ordentlich unterwegs, ja. Es sind momentan 5 Punkte Abstand, die man auf Düsseldorf hat. Diesen Abstand könnte man verringern, aber Düsseldorf, das hat aktuell schon wirklich was die da machen. Ja, bei diesem Spiel kann man sich eigentlich auch nur verschätzen. Das ist egal, wie man es dreht und wendet. Sehr wahrscheinlich geht es dann sowieso anders aus. Ich denke mal, wir machen es auch hier kurz und knapp. Ich möchte hier euch nicht länger anspannen. Ja. Ich kann es ja eh nicht mehr retten, wenn es am Ende in eine ganz andere Richtung geht. Ich glaube, wir sehen ein torreiches Spiel und sagt zum Schluss nochmal ein 3:2, ein knappes 3:2 für Düsseldorf. Ich kann es natürlich auch nicht erklären. Düsseldorf ist besser in dieser Saison drin, aber der HSV ist natürlich auch ein Team, was es genau in solchen Spielen schaffen kann, dann doch 3 Punkte mitzunehmen. Ich glaube aber irgendwie, dass die Düsseldorfer zu Hause, ich glaube, sie machen es. Ich kann es euch nicht erklären. Wie gesagt, entweder es geht genau in die Richtung oder es läuft sowieso andersrum. Aber ich glaube tatsächlich, dass Düsseldorf 3 Punkte mitnimmt und knapp mit 3:2 gewinnt. Ja, gut. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Die letzten Tage waren die Videos immer sehr lang. Mal schauen, was uns in dieser Aufnahme so erwartet. Dankeschön natürlich erstmal, dass ihr am Start wart. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Das ist immer das Wichtigste. Ein bisschen zumindest. Ansonsten hoffe ich, wir haben zumindest ein paar gute Tipps und nicht alles ist falsch, was ich sage. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen sehr spannenden Spieltag. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Vielleicht, wie gesagt, geht ihr sicherlich auch in eine ganz andere Richtung. Aber gut, damit würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Vielen Dank für eure ganze Unterstützung. Wir sehen uns sehr gerne beim nächsten Stream, beim nächsten Video wieder. Was auch immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal.